Name ist Herbert Justnig, zusammen mit Alexander Martusch kuratiere ich diese öffentliche Reihe, die mit ihrer zweiten Veranstaltung eben heute aus dem Volkskundemuseum senden wird. Wir werden als erstes die Gespräche zum Thema Der angezählte Planet haben und wir werden dann im Nachhinein einen Filmcall ausloben, was Lisa May für uns übernehmen wird. Genaueres zur ganzen Veranstaltung werden Sie jetzt von unseren Unterhändlerinnen aus dem Studio Klimawandelwissen hören. Viel Vergnügen. Danke, Herbert. Ich glaube, der Ton läuft jetzt auch. Mein Name ist Alexa Färber. Ich bin Professorin am Institut für Europäische Ethnologie der Universität Wien und eine der Initiatorinnen dieser Realfiktion Klimarechnungshof. Diese öffentliche, vorausgreifende Forschung schafft Raum, gemeinsam über zukünftige Aufgaben und Probleme eines Klimarechnungshofs nachzudenken. Ich tue das nicht als Klimawissenschaftlerin, sondern als Wissensanthropologin. Mich interessiert also als Unterhändlerin hier, in dem heutigen Beratungsgespräch herauszuhören, wie ein Klimarechnungshof mit der realen Vieldeutigkeit von Kennzahlen umgehen könnte und worauf sich effektive Klimaschutzgesetze beziehen müssen, um eine Art Horizont für die sehr komplexe Kontrollfunktion eines Klimarechnungshofs zu schaffen. Herzlich willkommen. Hallo und guten Tag. Ich heiße Milena Wister. Als Wissenschaftsforscherin beschäftige ich mich mit den Zusammenhängen von Wissenschaft und Gesellschaft. Vor allem damit, wie wissenschaftliche Konzepte mit der Gesellschaft wechselwirken. Im Wissenskomplex Klimawandel gibt es dazu viel zu erforschen und die Sozialwissenschaften in die Wissenarbeit zu involvieren. In unserem heutigen diplomatischen Gespräch geht es mir als Unterhändlerin in erster Linie darum festzuhalten, wie wir aktuelle klimapolitische Kennzahlen sortieren und kontextualisieren können, um Klimaschutz demokratisch umzusetzen. Herzlich willkommen auch meinerseits. Und mein Name ist Anna Echterhölter. Ich bin Wissenschaftshistorikerin hier an der Hauptuni Wien. Und in diesem Zusammenhang interessiert mich sehr, wie Gesellschaften mit Zahlen umgehen. Also die Geschichte der Quantifizierung, der Formalisierung, die Datenbanken, die Formen, wie Daten angelegt wurden, die Skalen, die Normen, die Grenzwerte. Das sind Themen, die wir auch gerade in einer größeren Jahrestagung hier gemeinsam diskutiert haben. Und die Fachgesellschaften haben da schon sehr viele Beiträge geleistet. Heute aber möchten wir für diese Institution noch einmal neu fragen, Indikatoren, Umweltindikatoren, was wäre das? Und wir haben deshalb vier Gäste eingeladen, die wir zu den Themen Index und Kodex gemeinsam befragen werden. Und zwar haben wir hier die Runde von Shinichiro Asayama, Julika Dietrich, Elisabeth Nemeth und Katrin Zengerling. Und wir werden eben in zwei Gesprächsrunden jeweils zu zweit agieren. Und die Frage ist aber natürlich noch, was ist diese Institution? Was ist der Klimarechnungshof, aber auch was ist die Realfiktion Klimarechnungshof? Mit der Realfiktion Klimarechnungshof wollen wir die Forderung des österreichischen Klimavolksbegehrens aufgreifen und weiterentwickeln, noch während die Öffentlichkeit und die politischen Gremien darüber diskutieren. Diese Arbeit an der Realfiktion Klimarechnungshof bezeichnen wir als Pre-Enactment. Auf Deutsch könnte man eine praktische Vorwegnahme des Klimarechnungshofes dazu sagen. Ab Jänner 2022 werden wir diesen Prozess, die Forschungsarbeit an der Realfiktion Klimarechnungshof, in einem Forschungsprojekt am Institut für Europäische Ethnologie der Universität Wien weiterführen.
auch über diesen Prozess, die Gespräche und Workshops, die wir hier abhalten werden, werden wir Sie im Studio des Volkskundemuseums informieren und auf dem Laufenden halten. Wir lassen uns heute in zwei Gesprächsrunden beraten. Dafür haben wir vier Expertinnen eingeladen, die als Klimadiplomatinnen beitragen. Anna wird unsere Diplomatin nachher noch kurz vorstellen, vor jedem Dialog. Sie werden sich in zwei Dialogen, einmal zum Thema Index, einmal zum Thema Kodex, austauschen. Und nach jedem Dialog unserer Klimadiplomatin tauschen wir uns hier im Studio kurz darüber aus, was daraus als wichtiges Wissen zur Gründung eines Klimarechnungshofs festzuhalten wäre. Wir notieren das sozusagen, wir protokollieren das. Sie, das Publikum, Sie sind die Öffentlichkeit dieser Gesprächsdiplomatie und Sie tragen heute zur zukünftigen Gründung dieses Klimarechnungshofs bei. Wir laden Sie ein, im Chat Ihre Anliegen einzutragen. Wir werden diese sammeln und so weit wie möglich in der Abschlussrunde schon heute darauf eingehen. Wenn das nicht vollständig aufgeht zeitlich, werden wir in jedem Fall Ihre Beiträge festhalten und im weiteren Verlauf der Realfiktion Klimarechnungshofs auswerten. Anschließend an unsere Beratungsrunde stellt Lisa May, Leiterin des Open Air Kurzfilmfestivals ... ein Call for Artists vor. Auch hier sind Sie als Publikum gefragt. Wir suchen nämlich künstlerische, audiovisuelle Untersuchung von Klimawandelwissen und Sie können im Anschluss an die Veröffentlichung des Calls im Chat Fragen dazu stellen. Der Chat bleibt dafür noch ca. 15 Minuten nach Ende der Veranstaltung geöffnet. Wir werden die gesamte Zeit Englisch-Deutsch gedolmetscht von Ruth Mauritz und Stefan Leiner und Sie können das ganz einfach auf Ihrem Bildschirm unten rechts einschalten, welche Sprache Sie gerne hören möchten. Anna, ich glaube, wir können zur ersten Runde kommen. Gut, also beschäftigen wir uns mit Indikatoren. Wir gehen ganz selbstverständlich mit Indikatoren um, aber schon wenn man versucht, für sich zu definieren, woraus sie bestehen, was Indikatoren sind, wird es vielleicht immer fragwürdiger, wie kommt genau diese Kennzahl zustande. Eine Minimalbedingung ist natürlich, dass ein Indikator aus unterschiedlichen statistischen Reihen zusammengebündelt wird, also ein Bündel von Messwerten. Aber Indikatoren haben natürlich auch eine Geschichte und es gibt auch Kritik an Indikatoren. Deshalb möchten wir jetzt in dieser ersten Runde mit Shinichiro Asayama und Elisabeth Nemeth diesem Hauptinstrument oder diesem ganz zentralen Instrument der Klimapolitik uns nähern. Und Elisabeth Nemeth, es hat mich sehr besonders gefreut, dass sie auch teilnehmen als Philosophin an der Universität Wien. Neben sehr vielen Forschungsthemen haben wir sie eingeladen, weil sie sich mit dem Wiener Kreis und hier mit Otto Neurath auseinandergesetzt hat. Denn es gibt ja eine ganz bestimmte Tradition der Visualisierungskunst von Statistik, also die Wiener Bildstatistik, in der wir eben Frau Nemeth gleich befragen können. Und der Gesprächspartner wird sein Shinichiro Asayama, der in den Sozialwissenschaften ausgebildet ist und über Klimawandel forscht und auch am National Institute for Environmental Studies in Tsukuba, Japan, auf sich aufmerksam gemacht hat, weil er eine sehr prononcierte Beobachtung des IPCC, also dieses wichtigen Gremiums, das über den Klimawandel sehr, sehr stark mitreden darf international, weil er sich dort sehr genau auskennt. Ich darf also das Wort übergeben an unsere erste Gesprächsrunde, an Frau Nemeth und Herrn Asayama. Und ich möchte mich mit der Frage zunächst an Frau Nemeth wenden. Wir als angehender Klimarechnungshof, welche Rolle sollten wir Indikatoren übergeben? Also wie sollten wir mit ihnen umgehen? Wie sind sie eben historisch, aber auch in der Kritik befragt worden? Das Wort geht an Frau Nemeth. Gut, ja, erst einmal danke für die Einladung zu diesem sehr interessanten Projekt. Ja, mein Hintergrund für dieses Gespräch ist meine Beschäftigung mit dem Ökonomen und Soziologen Otto Neurath. Seit vielen Jahren habe ich mich damit beschäftigt und aus meiner Sicht sind seine Überlegungen und Arbeiten in jedenfalls zwei Dimensionen für die Fragen, die hier anstehen, von Relevanz. Das eine
ist sein Versuch, das Denken der ökonomischen Theorie zu erneuern und da eine sehr breite Betrachtungsweise einzuführen. Dazu werde ich gleich kurz nur ganz wenig sagen. Und zweitens, das war dann, also diese erste Spur, wenn man will, beginnt schon vor dem Ersten Weltkrieg und wird dann weiterentwickelt. Und in den 20er Jahren hat dann Neurath, ab den 20er Jahren, das entwickelt, wovon Anna Echterholter schon gesprochen hat, eine visuelle Darstellung quantitativer Verhältnisse, die in einer Weise gestaltet werden soll, dass eine möglichst breite Öffentlichkeit diese Darstellung nachvollziehen kann. Und mit breiter Öffentlichkeit ist in seinem Fall gemeint gewesen, die nicht formell gut entwickelten, also gut gebildeten Arbeiter in Wien der Zwischenkriegszeit. Das Ganze war Teil der Bildungsanstrengungen der Sozialdemokratie im roten Wien der 20er und 30er Jahre. Ich sage jetzt vielleicht, weil das jetzt gleich eingeblendet ist, zunächst etwas über diesen zweiten Strang, weil das ja für uns auch sehr relevant ist. Die Idee bei dieser bildlichen Darstellung war, zu versuchen, Verhältnisse, gesellschaftliche Beziehungen zwischen unterschiedlichen Dimensionen gesellschaftlichen Lebens quantitativ so darzustellen, dass Menschen, die nicht in der Lage sind oder auch gar keine Lust haben, je nachdem, lange Artikel über ökonomische Zustände zu lesen, da etwas durch Visualisierung etwas zu begreifen. Und da ging es Neurath darum, das so darzustellen, dass eine Art von diskursiven Blick angeregt wird. Mit diskursiven Blick meine ich, dass ein Hin- und Hergehen zwischen unterschiedlichen Seiten dieser Darstellung geradezu suggeriert wird, dass die Menschen, die das anschauen, eingeladen werden. Also wenn Sie hier sich anschauen, die Automobilindustrie, das Beispiel von 1929, sieht man erstens einmal das Hauptprinzip, das Neurath sehr, sehr wichtig war, nämlich, dass unterschiedliche Größenverhältnisse nicht durch unterschiedlich große Symbole dargestellt werden, also zum Beispiel durch unterschiedlich große Kreise. Sie kennen alle diese Tortenvisualisierung, eine große, eine kleine, eine mittlere. Und er hat gesagt, da kann man viel zu wenig erkennen. Hier zeigt sich das Prinzip, das er favorisiert hat, nämlich einzelne Symbole, solche wie die jetzt dankenswerterweise hier eingeblendet worden sind, als so zu wiederholen, dass aus der Zusammensetzung dieser Symbole dann die Gesamtmenge erkannt werden kann. Vielleicht ist mir noch mal wichtig, vielleicht könnten Sie noch einmal das eine einspielen, wo das ganze Prinzip erklärt wird mit den Quadraten genau. Neurath ging es sehr stark darum, er hat sehr stark kritisiert die Visualisierung, wie sie im ersten Beispiel enthalten ist, weil er gesagt hat, hier in diesem ersten Beispiel an der Quadrate können wir immer nur ein absolutes Urteil fällen. Größer, kleiner, mehr geht nicht. Im zweiten Fall ist es schon etwas besser, weil die Segmente wenigstens eine genauere Auskunft, eine quantitative Auskunft über die Mengenverhältnisse zwischen A und B aussagen. Allerdings über 1 und 2, nämlich die in Kreisen dargestellt sind, können wir wieder nur etwas Absolutes aussagen. Größer, kleiner. Und er sagt nun, im dritten Beispiel können wir sowohl quantitativ etwas sagen über das Verhältnis zwischen 1 und 2, als auch zwischen A und B. Worauf Neurath ankam, das war schon in seiner ökonomischen Theorie sehr, sehr wichtig, das war, dass seiner Auffassung nach es eine falsche Tendenz gibt,
die ökonomischen Ziele auf eine einzige Zahl zu bringen. Und diese eine einzige Zahl ist aus seiner Sicht ein völlig falscher Zugang zum Denken über Verhältnisse in der Ökonomie und in der Gesellschaft. Festgemacht hat er das damals der Kritik an der monetären Darstellung des Reichtums einer Gesamtgesellschaft. Das ist in der Kontinuität der Kritik am Bruttoinlandsprodukt als großen einzelnen Indikator der Leistungsfähigkeit einer Gesellschaft. Und in dieser Hinsicht ist Neurath in starker Kontinuität mit den späteren Kritikern in der Entwicklungsökonomie dieser Kritik des Bruttoinlandsprodukts. Also Leute wie Ökonomen wie der Amartya Sen, die ja sehr berühmt dafür sind hier, glaube ich auch, das will ich auch hier unterbringen, für das Nachdenken über ökologische Zusammenhänge sehr, sehr relevant, weil auch Amartya Sen ist die Kritik an dieser einzelnen Zahl des Bruttoinlandsprodukts im Zentrum und nicht im Zentrum, ein Ausgangspunkt für alternatives Nachdenken. Und nur noch ein letzter Punkt. Bei Neurath gibt es ganz früh, schon im Jahr 1919 und dann in den 20er Jahren noch einmal ganz deutlich, eine ökologische Komponente. Er sagt, wenn man in Betracht ziehen will, welche Ressourcen an Kohle, Wasserkraft, Sonnenenergie wir verwenden wollen, müssen wir zum Beispiel immer künftige Generationen einbeziehen. Und das kann ein reiner Marktmechanismus nicht leisten. Und deshalb brauchen wir eine Vielzahl von Indikatoren, also Vielzahl von Dimensionen, die hier eine Rolle spielen und die wir zusammenschauen müssen. Und dabei ist das Vergleichen eine große, wichtige Rolle. Aber da mache ich jetzt mal einen Punkt. Sonst nehme ich zu viel Zeit. Blick im Umgang mit Indikatoren. Shin Asayama, kommt Ihnen das aus der heutigen Indikatorenforschung bekannt vor? Yes, thank you for having me as well. I'm very pleased to have a dialogue with Professor Namas. I think that's very relevant to the indicators in climate change as well. As for instance, like in climate change, the arguably the most important the indicator is the global mean temperatures. That's the way how to quantify the challenge of climate change. It is about to exemplify the ultimate goal of UNFCCC, the avoid the preventing to the dangerous anthropogenic interference with climate change. And it's now quantifies as how many global temperatures can be allowed to increase, and now it's inscribed in Paris agreements, and it's now the world governments agreed to limit the global temperature rise below 2 degrees and 1.5 degrees above pre-industrial levels. And these global temperatures, and it's very useful in scientific way because it can tell in what level of the temperature can the climate change become dangerous. And then it's aggregating global scales in many ways. But also it functions as intermediary between the impacts of climate change, also the action of climate change, avoiding the climate change and mitigating climate change, reducing CO2 emissions. But because of this global singular the targets, the indicator of global mean temperature, become as a very powerful vehicles to drive it, driving the climate discourse, as in a similar way as GDP becomes a singular like indicators and try to dictating the economic developments. And so, but global temperature does not tell everything about human life. And so, yes, I think climate indicator and global temperature has a similar problem as the GDP, as the Professor Nemes has talked about.
Jetzt haben Sie aber genickt, Frau Nemeth, also Sie würden dieses moderne Visualisierungsverfahren noch akzeptieren? Ich fand das sehr, sehr interessant, was ich von Ihnen gelesen habe. Und zwar auch den folgenden Punkt. In diesen bildstatistischen Versuchen, gesellschaftliche Beziehungen sichtbar zu machen, war es für Neurath auch sehr wichtig, das, was man unter Wohlstand und Wohlergehen in einer Gesellschaft konzipiert, in einer Vielfalt zu sehen und eine offene Liste eigentlich von Komponenten, die man betrachten muss und die man zueinander in Beziehung setzen muss, zu setzen. Und die Bildstatistik war auch ein Tool, wenn man will, im Versuch, eine Art von Kreativität dabei zu entwickeln. Und ich habe Ihren Artikel auch so verstanden, dass die Gefahr bei einer zu starken Fokussierung auf nur die Frage des CO2-Ausstoßes und der Temperatur, das Nachdenken über, wie wir überhaupt diesen Klimaveränderungen sowohl einschränkend begegnen wollen, aber auch auf sie reagieren. Das müssen wir ja auch. Dass da die Fantasie eigentlich der Menschen, die sich damit konfrontieren, nicht genügend angeregt wird, sondern umgekehrt eigentlich eine Art von wie Kaninchen vor der Schlange erzeugt wird, die nicht eigentlich die Fähigkeit des Nachdenkens über viele Komponenten, die hier eine Rolle spielen, nicht fördert. Und das ist, glaube ich, ein gemeinsamer Punkt. Das ist ein wunderbarer Kommentar. Also ich denke auch, dass dieses sehr kommunal verankerte Institutionenprojekt Neurath hier in dieser Runde wirklich wichtig ist, um auch zu sagen, dass die Kennzahlen eben immer ein Verhältnis zu der Gemeinde, Kommune halten müssen. Ja? Und das wäre jetzt aber die Frage an Shin Asayama. Sie haben ja auch noch etwas mitgebracht aus Ihrer aktuellen Forschung, das wir jetzt vielleicht ganz kurz in 3 Minuten noch einmal sehen dürfen. Yes. Okay. So I'll show the carbon clock. And this is a one way to also show in the quantifying the challenge of climate change. It is the undivided global temperatures, but it's also it's translated through the idea, the concepts of a carbon budget. And because of the global temperature has a linear relationship with cumulative CO2 emissions, and this idea of the carbon budget is powerful. It's because it can translate into to how many times left, remaining time left to before we exhausting the remaining budget of carbon. And so in this case, in this carbon crux, you could calculate like it's only the 7 years is left to before we reach the 1.5 degree targets. And this kind of a way to representing the challenge of climate change has a very danger. Well, it's one way, of course it has a benefit to like, you know, increasing the sense of urgencies, increasing like, you know, people's awareness of that we need to act more urgently. But at the same time, as the Professor Nemeth talked about, it's very one dimensional. It's just portraying the challenge of climate change as how many years we left to avoiding that. And then when we miss this target, when we miss this deadline, what does it mean? What is it means the end of the world? It means like, you know, we're gonna have like irreversible, like in a catastrophic climate change. But even if we miss this target, the deadline, can we, like, you know, we could still think about a different way of the human life. And that's the danger of this way to communicating through the global singular target and indicator, because the climate has a very complex and challenges, and so we cannot tell the story of climate
to one-dimensional singular targets. So that's, I think, my sense. Wonderful. Thank you very much to both of you. We have one key problem. Und ich möchte eben auch nochmal übergeben jetzt an diejenigen, die hier im Klimarechnungshof Protokoll geführt haben. Was genau müssen wir jetzt beachten? Vielen herzlichen Dank. Wir werden gleich nochmal mit Ihnen sprechen können. Ja, danke. Ich habe mir ganz viel dazu notiert und werde mal kurz das Englisch wegschalten. Ganz viel dazu notiert, was eigentlich dieses Klima, das ja auch als Hyperobjekt bezeichnet wird, eigentlich an Fantasien losstößt in Bezug auf den Klimarechnungshof. Und ich habe mir, ich fand, es war total deutlich, dass die Mehrdimensionalität, die Relationalität von Kennzahlen, dass die in so etwas wie einem Gradmesser, wie in einem Budget, einfach schwer zu fassen ist. Und da können wir offensichtlich von Neurath was lernen, der eben versucht hat, ganz komplexe, vor allem relationale Verhältnisse darzustellen. Und möglicherweise auch von der Climate Clock, die Zeit, Menge an Ressource, aber irgendwie ja auch eine Form von Lokalität thematisieren muss, die das auch versucht. Und ja, ich frage mich, welches Wissen es im Klimarechnungshof braucht, welche Form von Expertin, auch Expertin der Veranschaulichung, die mit diesem Hyperobjekt Klima umzugehen wissen, um es kontrollierbar zu machen zum Beispiel. Das ist so das, was ich am ehesten irgendwie formulieren kann. Die Mehrdimensionalität, die Kennzahlen, auf Eindeutigkeit abzielende Kennzahlen nicht fassen können, denen Raum zu verschaffen und die gleichzeitig kontrollierbar zu machen. Ja, ich denke, was ich rausgehört habe für den Klimarechnungshof zentral, ist das zu betrachten und weiter zu analysieren, was mit Visualisierungen von Kennzahlengrößen passiert, welche Handlungsoptionen, welche Denkräume, welche Imaginationen dadurch möglich werden und verunmöglicht werden. Dass die Darstellung einer singulären, ultimativen Kenngröße, wie jetzt dem maximal erlaubten Temperaturanstieg von 1,5 bis 2 Grad Celsius, hier mit verschiedenen Darstellungen die ablaufende Zeit zu versinnbildlichen, schafft auf der einen Seite diesen Aktionsdruck, der auch sehr wichtig ist und ohne dem wir viele politische Schritte bestimmt nicht bekommen hätten und der auch weiter notwendig sein wird, damit sich noch viel mehr bewegt. Auf der anderen Seite fehlen die Verhältnisse, in denen diese Zahl der Temperaturerhöhung steht. Und das sind meiner Meinung nach nicht nur quantitative Verhältnisse. Und da wird es spannend auch für den Klimarechnungshof und für unsere Realfiktion, wie wir quantitative und qualitative Verhältnisse, Kenngrößen, Kennzahlen mit Abbildungen zusammendenken können, die, wie das jetzt für mich in dem Gespräch deutlich geworden ist, der Komplexität sozialer Verhältnisse und ökologischer Verhältnisse, was wir ja nicht trennen wollen und nicht zu trennen ist, das Soziale und das Ökologische, dass diese Abbildungen da den Verhältnissen gerechter werden als jene, die heute sehr dominant im Diskurs sind. Genau, also die Frage der Veranschaulichung nicht der Bilder wegen, sondern der Aktivierung wegen, das war ja bei Neurath auch total zentral und ist auch ein Argument bei Shin Asayama, der sagt, dass diese Konzentration eben auf einen Knappheitsdiskurs, was ich auch eine ganz interessante Verbindung zwischen beiden finde, des Knappheitsdiskurses
eben genau die politische Fantasie einschränkt oder gar nicht erst in politische Sphären vordringen lässt, weil es eher in so einem verwaltenden Managerial suggeriert, das sei darüber zu regeln. Und ich glaube, wenn wir beim Regeln sind, sind wir auch schon fast bei der zweiten Runde, die du wieder einläutest, richtig? Ja, denn natürlich braucht man einerseits, um diese Indikatoren, mit denen richtig umzugehen, die Kompetenz auch des Lesens, also des relationalen Denkens. Ich glaube nicht, dass es eine Frage ist, auch des Bildes oder der Zahl, sondern ich denke, es geht auch um die Frage, mit Quantitäten anders umzugehen und sie nicht völlig abstrakt und lose zu nehmen und die Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. Und über Rahmenbedingungen wird es nun im zweiten Teil gehen, denn unser Verdacht ist, dass so ein österreichischer Klimarechnungshof in einem Rechtsrahmen existieren muss. Und wir haben uns deshalb zum Thema Kodex wiederum zwei hervorragende Gesprächspartnerinnen gewinnen können, nämlich Julika Dietrich, die ist Expertin für Umweltrecht in Wien und in Brüssel. Sie ist aktiv in mehreren größeren Agenturen, aber vor allen Dingen möchte ich hervorheben, eben die ihre Tätigkeit als Vorstandsmitglied beim Environmental Coalition on Standards in Brüssel. Also das ist eine Dachorganisation auch für NGOs, die sich mit diesen Fragen genau aus dem Umweltrecht heraus auseinandersetzt. Und ihre Gesprächspartnerin ist Katrin Zengerling. Sie ist Nachhaltigkeitsforscherin. Sie weiß viel über Stadtbudgets, Carbon-Budgets für Städte. Auch sie Juristin, Umweltjuristin von der Universität Freiburg. Ich bin also gespannt, was beide uns raten. Also diese Frage, wie kommen eigentlich Umweltindikatoren im Umweltrecht vor? Also besteht das Umweltrecht aus Grenzwerten? Und wie müssen wir als Klimarechnungshof hier vorsichtig navigieren? Also was kommt auf uns zu? Vielleicht darf ich Julika Dietrich als Erster das Wort geben, um hier uns zu beraten. Ja, vielen Dank. Also für die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht erstmal wichtig zu verstehen, eben Standards sind eben kein Umweltrecht, sondern sie sind dazu da, um das Umweltrecht zu konkretisieren durch die Ausarbeitung von ganz spezifischen Messverfahren, Anforderungen an Produkten. Also man kann hier mal als Beispiel nehmen die Ökodesign-Richtlinie, die gewisse Vorgaben fixiert für den Zugang von Produkten zum europäischen Binnenmarkt. Da wird es dann auch wirklich schon ganz konkret, also da wird für einzelne Produktgruppen eben ausgearbeitet, wie für Kühlschränke oder Waschmaschinen oder Geschirrspüler, wie die auszusehen haben, damit sie sowohl energieeffizient als auch ressourceneffizient sind. Und das kann man dann auch ganz konkret bemessen. Und das ist eigentlich so die Arbeit, die für mich interessant ist, wo man sagt, wie brechen wir eigentlich die großen Umweltziele und Klimaschutzziele, die wir haben, herunter auf ganz konkrete Maßnahmen, die im Alltag am Ende auch wirken. Und diese Grenzwerte, die sind zum Beispiel ganz wichtig, auch immer wieder zu bestimmen für gewisse Tätigkeiten, weil wir wissen, dass mit allem, was wir tagtäglich tun, wir natürlich in die Umwelt eingreifen. Ja? Und wo ist denn jetzt eigentlich der Schwellenwert? Ab wann ist dieser Eingriff eigentlich nicht mehr zu tolerieren, weil er die Umwelt und das Klima so stark belastet? Wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben einfach diese wirklich, da steht ja jetzt auch in diesem Vorschlag des Klima Volksbegehrens, da steht ja ganz konkret, da stehen ja recht konkrete Aspekte drin, auch für den Rechnungshof oder dieser Aktionsmechanismus, wo man sagt, okay, wenn die Grenzwerte überschritten werden, dann müsste es zum Beispiel ordnungsrechtliche Maßnahmen geben. Da ist mir nur ganz wichtig zu sagen, wir haben schon eine wirklich Vielzahl von Umweltgesetzen, die ja auch den Klimaschutz mit berücksichtigen. Und diese müssen einfach auch noch sehr viel stärker überwacht werden, ja, die Durchsetzung dieser Umweltschutzvorschriften. Und genauso wie der Rechnungshof hierfür ganz viele Ressourcen brauchen wird und auch ein Fachwissen, braucht es schon jetzt dieses Fachwissen. Und da möchte ich ganz kurz darauf zu sprechen kommen, woran liegt es denn, dass ganz viel dieses Umweltrechts noch nicht durchgesetzt wird? Und das gilt dann ja auch wieder später für den Rechnungshof. Es fehlt das Fachwissen auch dazu bei den Gerichten. Wir sehen immer wieder auch die Umweltgerichte oder die Gerichte, die ja eben kein spezifisches Fachwissen haben, scheitern daran, dass sie kein Fachwissen haben zu diesen Rechtsnormen, die da umgesetzt werden. Also das wäre jetzt bei einem Rechnungshof, wenn wir einen Klimarechnungshof hätten, wäre für mich eben ein zentrales Argument dafür, dass wir sagen, hier ist diese Fachexpertise vorhanden.
Und natürlich auch ausreichend Ressourcen. Und das müssen unheimlich viele Ressourcen sein, wenn man sagt, die haben diese Monitoring-Funktion. Das andere, was ich noch ganz kurz gerne ansprechen möchte, ist die Wechselwirkung. Ja, dieses einseitige Schauen auf unsere Klimaschutzziele kann natürlich dazu führen, zu vielfältigen Wechselwirkungen. Einmal natürlich sozialer Natur, aber wir haben ja auch noch ganz andere Umweltziele. Es geht nicht nur um den Klimaschutz, sondern wir wissen, dass die ganz große andere Krise, mit der wir es zu tun haben, ist die Biodiversitätskrise. Ja? Und Klimaschutzmaßnahmen können sich auch negativ auf den Biodiversitätsschutz auswirken. Das heißt, wenn wir so eine Einrichtung hätten wie einen Rechnungshof, dann müsste das bitte aus meiner Sicht ein Rechnungshof für Klima und Biodiversitätsschutz sein, damit wir diese beiden Krisen auch wirklich im Einklang miteinander behandeln. Ich mache ein ganz konkretes Beispiel. Elektromobilität ist auf den Abbau von Lithium angewiesen, aber der Abbau von Lithium in großen Mengen bedeutet ja auch wieder Eingriffe in Ökosysteme. Also und Wechselwirkungen natürlich auch sozialer Natur. Wir wissen das ganz genau, warum es den Gelbwesten-Protest in Frankreich gab. Also da müssen wir wirklich schauen, dass alle Maßnahmen, die wir zum Schutz des Klimas setzen, auch in der Gesellschaft nicht massive soziale Ungerechtigkeiten, die bereits existieren, noch verschärfen. Dabei möchte ich es jetzt erstmal stehen lassen. Genau. Und das Wort geben an meine Mitdiskutantin. An die Katrin. Genau. Vielen Dank, Julika. Ich habe mir drei Thesen aufgeschrieben, die ich als Beitrag gerne hier zum Start mal kurz anbringen würde und gehe dann auch auf das, was du gesagt hast, gleich nochmal ein. Grundsätzlich muss ich noch mal einmal ganz kurz eine Lanze brechen dafür, dass quantitative Ziele und Grenzwerte im Umweltrecht sehr wichtig, also wenn nicht sogar ganz zentral und auch üblich sind in allen anderen Umweltrechtsbereichen, im Wasserrecht oder im Luftqualitätsrecht beispielsweise. Und wenn man sich das Klimaregime als solches anguckt, dann ist das eben immer grundsätzlich aufgehängt erstmal an einem normativen Ziel, wie auch Shin Asayama das eben schon formuliert hat. Also wir möchten ja gerne die gefährliche anthropogene Störung des Klimasystems verhindern, haben das in Artikel 2 der UNFCCC so festgehalten und dann ist geschafft. Politisch erstmal ein großer Erfolg ist es, zu quantifizieren im Pariser Übereinkommen mit diesem jetzt über Temperaturanstieg definierten 2 Grad oder well below 2 Degree oder 1,5 Grad Ziel. Das ist erstmal politisch eine große Errungenschaft, um ein Global Commons Thema überhaupt auf eine politische und rechtliche Agenda zu bekommen und auch rechtlich, auch verfassungsrechtlich einen Anker zu haben, nationalrechtlich oder auch innerhalb der EU, überhaupt zu regulieren. Ich kann nämlich aus Umweltschutzgründen so an sich erstmal nur dann in andere verfassungsrechtlich geschützte Positionen, Eigentumsrechte und so weiter, Freiheitsrechte anderer Menschen, Firmen eingreifen, wenn ich dafür auch einen guten umweltpolitischen Grund habe. Der muss irgendwo herkommen. Und diesen Anker hat man geschaffen, also spätestens mit dem Pariser Übereinkommen. Und jetzt auch mal in einer viel bedeutenderen Art und Weise als im Kyoto-Protokoll damals, weil die Emissionsreduktionsverpflichtung von diesen 5,2% war inhaltlich komplett bedeutend. Und jetzt sehe ich hier, die wollte ich gar nicht später einblenden. Kann man die nochmal kurz ausblenden? Das ist auch. Danke. Und deshalb hat man da an sich aus rechtlicher Perspektive schon erstmal einen großen Fortschritt, weil man jetzt erstmals in der Lage ist, über diesen Anker umweltrechtlich argumentieren zu können und auch diesen verfassungsrechtlich gesicherten Umweltschutz, also in Deutschland beispielsweise ist Artikel 20a Grundgesetz, Staats- und Umweltschutz, zu operationalisieren mit Hilfe von dem Klimaschutzgesetz und so weiter. Trotzdem unterstützt sich alles, was bisher gesagt worden ist. Zahlen sind gefährlich und suggerieren, gerade wenn man das auf eine Zahl runterbricht, oft irgendeine Urgency oder auch irgendeine Botschaft, die eine ganze Reihe von Komplexität und normativen Wertentscheidungen, die dahinter stehen, nicht mehr transparent wahrnehmbar macht. Nur noch für die drei Experten, die sich das dann vielleicht irgendwann mal ausgedacht haben. Und damit muss man auf jeden Fall ganz sensibel umgehen und immer mit einem hohen Maß an Transparenz und Diskurs und ich habe das mal Accountability auch genannt, um Accounting und Verantwortung zusammenzubringen in einem Begriff, das im Englischen so ein bisschen zusammenläuft, darauf auch zu achten.
Genau, und jetzt habe ich kurz eine Folie mitgebracht. Sekunde. Um dann eben auf die zweite These wäre, dass man, sobald man dann diesen Anker hat, den man jetzt im Völkerrecht geschaffen hat, dass man dann eben zum ersten Mal in der Lage ist, auch die Ziele, die man national hat, eben umzusetzen in der nationalen Regulierung, wie das ja auch für Österreich schon der Fall war oder jetzt eben wieder gefordert wird mit dem Klimaschutzgesetz, damit man entsprechend ein gewisses CO2-Budget auf verschiedene Sektoren verteilen kann. Das Schöne an der Null am Ende ist, dass es eigentlich keine großartigen Verteilungskämpfe am Ende mehr geben kann, weil ja alle bei Null enden müssen. Aber die Frage ist natürlich, wer wann bei Null endet. Und das sieht man hier, wie das der SRU für Deutschland mal ausgerechnet hat, wie auch der Klimaschutz noch ein bisschen abweicht von dem, wenn man das irgendwie mit dem CO2-Budget regulieren würde, würde es nochmal eine Nummer ambitionierter aussehen. Aber so hat man erstmals eine Handhabe überhaupt für verschiedene Sektoren, bestimmte Ziele und auch Zwischenziele zu definieren, um diesen Reduktionspfad auch intergenerationell abgesichert zu implementieren. Also dieses Argument, was ich dann eben auch gerade von der Frau Nemeth in der Darstellung über Herrn Neurath mitgenommen habe, dass es eben auch bei bestimmten Zahlen eben gerade nicht diese künftigen Generationen einbezogen werden. Das ist dann eben, wenn man solche Reduktionspfade hat und sich anguckt, welche Kurve verläuft hier eigentlich wie, also mit welcher Steigung, wann, sieht man eben, wer wann von was betroffen sein müsste und was vielleicht auch noch, hier sind die roten Graphen, die zeigen, was außerhalb des Paris-Ziels ist und das sind verschiedene Reduktionsmöglichkeiten innerhalb des Paris-Ziels, wie man dann immer noch eine gesellschaftlich höchst komplexe Entscheidung darüber treffen muss, möglichst bewusst, wer wann welche Treibhausgasemissionen zu reduzieren hat. Und jetzt nochmal zu dem Ausgangspunkt zurückzukommen, der von im ersten Diskurs gesetzt worden ist, um diese Komplexität, das ist meine dritte These, diese Komplexität im Blick zu halten und das Reduzieren auf eine Zahl zu verhindern. Also im Gesamtdiskurs an sich brauchen wir natürlich schon auch diese einen Zahlen, um die Rechtseingriffe zu rechtfertigen, muss man sich eben immer bewusst sein, dass jeder Indikator, jedes Ziel, jeder Grenzwert mit einer normativen Wertentscheidung einhergeht. Und die muss man eben möglichst umfassend kennen, auch wenn das eben sehr, sehr komplex ist. Und innerhalb des Klimaregimes ist mir immer wichtig, dass man darüber nachdenkt, je kleiner die territoriale Einheit ist, die ich reguliere, desto wichtiger wird der ökologische Fußabdruck. Also das, was ich außerhalb meiner territorialen Grenzen mit innerterritorialem Konsum verursache. Beispielsweise für Kommunen oder wenn Wien oder Hamburg oder Freiburg einen Klimaschutzplan machen, ist es unheimlich wichtig, extraterritoriale CO2 oder THG-Fußabdrücke überhaupt mitzuberechnen und als Indikatoren irgendwo als Teil dieser Regulierung zu haben, damit man weiß, was man außerhalb der Grenzen verursacht und nicht sich immer auf diesen Standpunkt zurückstellt. Also es ist ja außerhalb meines Territoriums, da kann ich gar nichts dafür, da kann ich auch nichts machen. Da kann ich sehr wohl einiges tun und es ist auch wichtig, das zu kennen. Und dann eben muss dieser Quantifizierungswahn auch irgendwann mal vorbei sein und man muss aufpassen, dass man genug qualitative Ziele mit an Bord hat und die über die quantitativen Ziele auch nicht geringer gewichtet oder so. Und also durchaus auch weiterhin mutig genug ist, Ziele in Worten zu formulieren und nicht unbedingt zu quantifizieren und auch das dann entsprechend weiter unter der Lupe haben kann. Und jetzt noch als letzter Punkt zu diesem dritten Teil der Komplexität, die es eben zu beachten gilt. In dem Volksbegehren gab es ja noch eine ganze Reihe von anderen Themen, die unten eben genannt worden sind, die soziale Dimension und unter anderem. Da können Indikatoren eine ganz wichtige Rolle dabei spielen, sozial gerechte, sage ich mal als ein Beispiel, Emissionsreduktionspfade auch sicherzustellen. Und da könnte man zum Beispiel mit Indikatoren, die innerhalb der SDG, der Sustainable Development Goals, verwendet werden, arbeiten. Und man wäre eben schön zu wissen, welche Arten von Reduktionspfaden
welche Auswirkungen auf andere Systeme haben, wie zum Beispiel auch den Artenschutz, den die Frau Dietrich gerade schon genannt hat, aber auch auf bestimmte soziale Faktoren. Also wer zahlt eigentlich, also zahlt in Anführungszeichen, wann, wie viel, für welche Emissionsreduktion und entspricht das dem, was ich für eine Einheit, eine politische Einheit als gerecht definiert habe. Und da wäre es gut, wenn ein Klimarechnungshof eben diese anderen Felder auch ständig mit im Blick hat, sei es über Zahlen tatsächlich, über quantitativ festgelegte Dinge, solange die nicht eben allzu sehr verzerren, oder eben auch über qualitativ formulierte Ziele. Und eben, um eben das zu verhindern, was die Frau Niemitz ganz am Anfang und der Herr Schinn da eben auch eben umtreibt mit dem Aufarbeiten von Herrn Neurath und ja, die Schwierigkeiten, die man mit dem GDP schon immer hat. Also ja, da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie man das dann konkret ausgestalten kann. Aber ich finde es total wichtig, dass dieser Diskurs hier dazu stattfindet, auch schon so früh. Und man dann vielleicht zum ersten Mal hier auch eine Gelegenheit hat, so ein mehrdimensionales, denkendes Gremium zu schaffen, was immer auch eben diesen kritischen Diskurs an Bord hat. Ja, vielen Dank. Also Frau Dietrich, Sie haben jetzt teilweise genickt, mehrdimensional. Wir haben gehört, wer zahlt, welche Generation. Aber ich glaube, jetzt Biodiversität wäre nochmals mehr, oder? Naja, Biodiversität, das geht. Das, also ich glaube, der Aspekt, der eben jetzt ja auch nochmal von Katrin aufgenommen wurde, ist, dass wir überhaupt die Mehrdimensionalität der Auswirkungen der Maßnahmen, die wir setzen, im Auge behalten müssen und dass wir eben mehr als nur ein Ziel verfolgen. Also ganz wichtig, die Agenda 2030 mit den 17 Nachhaltigkeitszielen, das sind diese SDGs, die ja wirklich sehr umfassend sich anschauen, welche Ziele müssen wir insgesamt im sozialen, im wirtschaftlichen und eben im ökologischen Bereich erreichen. Und da gibt es ja relativ viele auch so Wechselwirkungen und Interdependenzen, die wir immer wieder beobachten können. Und sowas muss der Rechnungshof selbstverständlich im Blick haben. Also deswegen nochmal so ein Rechnungshof, der darf eigentlich nicht nur ein Klimarechnungshof sein, sondern der muss genau diese drei Säulen der Nachhaltigkeit im Auge behalten, das Wirtschaftliche, das Ökologische und das Soziale. Und natürlich eben solche Krisen wie die Biodiversitätskrise muss unbedingt mit Berücksichtigung finden in den Maßnahmen, die dann auch hier in Österreich gesetzt werden, weil, wie gesagt, Klimaschutzmaßnahmen sich ja auch negativ auf die Biodiversität wieder auswirken können. Aber umgekehrt ein wirklich guter Biodiversitätsschutz natürlich auch den Klimawandel ausbremsen kann. Also ich sage jetzt nur mal Kohlenstoffsenke Wälder. Ja. Ich glaube, ein ganz anderer wichtiger Gedanke, den ich noch kurz anreißen möchte, ist die Inklusivität. Also bei allen Maßnahmen, die wir treffen, ist es wichtig, dass natürlich auch die unterschiedlichen Stakeholdergruppen mit in diese Prozesse eingebunden werden. Und es braucht Zeit. Ja? Also Partizipation braucht Zeit. Aber wenn wir jetzt sagen, zum Beispiel, es werden Standards festgelegt, die dann später auch wieder zu einer Rechtsverbindlichkeit kommen, dadurch, dass sie eng verschnürt werden mit Normen, mit Recht, also mit Gesetzen. Wer legt denn diese Standards eigentlich fest? Wer darf denn in diesen Gremien sitzen und mit beeinflussen, wie zum Beispiel am Ende ein Mobiltelefon auszusehen hat? Ja? Wer beschließt das denn jetzt eigentlich am Ende des Tages? Und diese Inklusivität, die ist einfach noch nicht gegeben. Ja? Und da gibt es ja auch die AUS-Konvention, die sagt, okay, es muss einen Zugang zu Informationen, zu Partizipation und zu den Gerichten geben, von den betroffenen Interessengruppen, von der Zivilgesellschaft und all das, daran hapert es noch. Und ich denke jetzt mal in die Zukunft gedacht, wenn wir sagen, wie soll so ein Rechnungshof ausgestaltet werden, dann ist ja auch hier wieder ganz wichtig, auf Inklusivität zu achten und darauf, dass hier die Zivilgesellschaft auch mitgenommen wird in diese Prozesse und natürlich die Umwelt- und die Sozialdimension Berücksichtigung finden. Gerade bei dem, also wir haben leider nur noch 2 Minuten, aber jetzt haben Sie gesagt, die Umwelt soll mitgenommen werden. Also es gibt ja schon sozusagen einen Rechtsschutz für die Umwelt selbst. Also wie ist das Umweltrecht derzeit in der Innovation? Also wie sozusagen kommt es eigentlich vor im Recht? Vielleicht, Frau Zengerling, Sie hatten das ja auch schon so ein bisschen angedeutet. Vielleicht geht das noch ganz kurz ein Hinweis für uns.
Ja, also ich versuche jetzt auch immer in meiner Sprache recht einfach zu bleiben, das herunterzubrechen, also dass es hoffentlich allgemein verständlich bleibt. Aber das eine ist, dass wir Umweltvorschriften haben, aber das andere, dass wir diese Umweltvorschriften durchsetzen können. Ja, und wer kann das eigentlich durchsetzen? Wer wird denn überhaupt durch Umweltvorschriften berechtigt? Und das ist eine, das ist gerade im Umweltrecht eine schwierige Frage, weil eigentlich derjenige, also weil es keine persönlich, also wer ist persönlich betroffen, wenn Umweltrecht nicht eingehalten wird? Und um hier eine gewisse Umgehung zu ermöglichen, sagt man, okay, es muss Organisationen geben, die vor Gericht gehen können und sich für die Einhaltung der Umweltrechte einsetzen. Und dazu ist eben die Aarhus-Konvention da, die den Zugang zu den Gerichten zum Beispiel gewährleisten möchte. Und diese Umsetzung der Aarhus-Konvention spielt eine wirklich wichtige Rolle dabei, dass das, was an Recht schon da ist, was an Umweltvorschriften schon existiert, auch tatsächlich dann nachher umgesetzt wird. Ja, also und vielleicht möchte das jetzt auch mal Katrin noch, also möchte Katrin das noch mal ergänzen, aber ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, den wir bei allen Schritten, die wir jetzt in Zukunft tätigen, ganz klar noch im Auge haben müssen, inwieweit ist hier die Partizipation der Zivilgesellschaft gegeben, weil im Grunde genommen können wir eigentlich nur sicherstellen, dass auch die sozialen und die Umweltaspekte Berücksichtigung finden, wenn hier die entsprechenden Experten mit an den Tisch geholt werden. Und das sind einfach Organisationen der Zivilgesellschaft. Und dazu muss man auch noch sagen, wo kommen eigentlich die Ressourcen dieser Organisation her, sich in die Prozesse einzubringen? Auch daran fehlt es ganz massiv. Ja? Nur wenn wir jetzt anfangen, darüber zu reden, merken wir, wie komplex die Situation ist. Ja, bei dem großen Wunsch nach Einfachheit und uns jetzt hier auf Zahlen zu reduzieren, alles, was dann folgen muss, um diese Zahlen zu erreichen, ja, und ist sehr, sehr komplex und braucht Zeit. Und das ist ja auch immer dieses, und wir merken natürlich, wenn aus einem Notstand heraus Entscheidungen getroffen werden, man leidet darunter Rechtsstaat und Demokratie. Also deswegen, auch das ist wieder, ja, wie gehen wir dann mit Krisen um, einer Krise, in der wir letztendlich auch schon sind. Frau Zengerling, ja. Ja, ich kann vielleicht noch kurz ergänzen, also wo wir, ich kenne jetzt die österreichische Verfassung nicht, aber in Deutschland gibt es ein Staatsziel Umweltschutz in der Verfassung. Und es ist gerade durch den Bundesverfassungsgerichtsbeschluss, den wir hatten jetzt im Frühjahr diesen Jahres, nochmal massiv interpretiert und aufgeladen worden. Also es war jetzt ganz klar danach, Klimaschutz haben wir im Grundgesetz. Und wir haben auch sowas wie eine intertemporale Freiheitssicherung, also ein Recht auf intertemporale Freiheitssicherung aus unserem Artikel 2, also der allgemeinen Handlungsfreiheit und diesem Artikel 20a, der das Staatsziel Umweltschutz definiert, gemeinsam resultiert, dass eben auch jetzt schon die deutsche Verfassung jedenfalls zukünftigen Generationen gegenüber auch einen verfassungsrechtlichen Schutz gewährt, auf eine lebenswerte Zukunft sozusagen. Und wir können jetzt nicht das Budget mal eben aufbrauchen und dann eben eine nicht mehr lebenswerte Umwelt hinterlassen. Das ist mit unserer Verfassung, so wie sie da jetzt steht, nicht vereinbar. Und insofern wurde dann teilweise das deutsche Klimaschutzgesetz eben auch für nicht verfassungsgemäß erklärt. Und es musste nachgebessert werden, indem eben dieser Reduktionspfad, der bis dahin nur bis 2030 lief, aber nicht darüber hinaus, konkretisiert werden musste, wie man wirklich bis 2050 diese Emissionen so reduzieren will, dass auch eben die zukünftigen Generationen noch ihre Freiheit hinreichend gewahrt haben und die gleichen, sag ich mal, Verwirklichungschancen, so wie Herr Senn das vielleicht formulieren würde, immer noch haben in der Zukunft, ähnlich wie wir sie jetzt eben auch haben. Und dann ist das Ganze eben einfach gesetzlich konkreter ausdifferenziert, eben vor allem im Klimaschutzgesetz als dem zentralen Tool, was sich eben mit den Klimazielen beschäftigt. Und ich unterstreiche aber auch alles, was Julika Dietrich gerade gesagt hat. Wir haben ein riesen Vollzugsdefizit im Umweltrecht, schon immer. Und das ist auch im Klimaschutz jetzt nicht wirklich anders. Man geht einen bisschen anderen Weg, indem man viel mehr ökonomischen Instrumenten arbeitet und weniger Ordnungsrecht und sich erhofft, dass das dann vielleicht irgendwie einfacher geht. Aber auch ökonomische Instrumente gehen mit einem enormen Verwaltungsaufwand einher. Das darf man immer nicht vergessen. Und nur wenn der vernünftig funktioniert, also so ein Emissionshandelssystem beispielsweise auf EU-Ebene funktioniert, was ja leider nicht so wirklich tut oder lange nicht getan hat, jetzt vielleicht ein bisschen funktioniert, dann ja, ist dem eben auch nicht zu helfen. Und es ist ganz wichtig, dass es Prozesslandschaften gibt, eben Rechte der Natur
in der Verwaltung und auch vor Gerichten durchsetzbar zu machen. Und da haben wir auch noch ganz viel aufzuholen, um die Ziele, so wie die Aarhus-Konvention die eigentlich definiert hat, tatsächlich auch vernünftig umzusetzen. Da ist noch sehr viel Luft nach oben, gerade in einem System wie dem deutschen, was sehr auf individuellen Rechtsschutz setzt. Also im Prinzip Menschen, die Eigentum besitzen, die haben den weitesten Gerichtszugang, aber für Global Commons und Interessen der Natur können sich Individuen in Deutschland nach wie vor nicht einsetzen, sondern nur NGOs und Verbandsklagen unter ganz bestimmten Bedingungen. Und da haben wir in anderen Rechtssystemen ganz andere, viel weitere Gerichtszugänge. Beispielsweise die USA haben seit den 70er Jahren Citizen Suits in all ihren, also Bürgerklagen in all ihren Umweltgesetzen, die massiv auch Durchsetzung von umweltrechtlichen Vorschriften möglich machen und fördern. Und sowas könnte man hier auch machen, wenn man wollte. Ist aber schwierig, politisch schwierig. Vielen Dank. Also man könnte ja auch sagen, dass die zukünftigen Besitzer geschützt werden müssten nach dieser Gesetzeslogik. Also man hat, je nachdem, wie man es sich anschaut, sehr, sehr viele Hinweise. Was habt ihr zu Protokoll genommen? Langes Protokoll. Melina, willst du anfangen? Ja, ja. Ich habe sehr viel mitgeschrieben. Vielen Dank für dieses sehr anregende Gespräch. Einen Punkt, den ich hervorheben möchte, wurde jetzt mehrfach genannt von unseren beiden Gästen, ist das Vollzugsdefizit im Umweltrecht. Also dass das bestehende Umweltrecht schon mehr vorsieht, als durchgesetzt wird. Und ich nehme ganz stark mit, dass der Rechnungshof nicht nur für den Klimaschutz sich zuständig fühlen darf, sondern hier mindestens ein Klima- und Diversitätsschutz-Klimarechnungshof sein muss, was dem auch Ausdruck verleiht, was wir vorher besprochen haben, dass wir der Komplexität der Probleme auch in der Suche nach den Problemlösungen gerecht werden müssen. Im Grunde wird dieses Hyperobjekt Klima jetzt von der Hyperinstitution Klimarechnungshof. Nein, aber es macht eigentlich einfacher, begleitet. So habe ich es mitgenommen, weil wir ganz viel aufsetzen können, was bereits besteht, wo es auch Expertise gibt. Das heißt, es braucht unter Umständen weniger Ressourcen, um einen Klima- und Biodiversitäts-Klimarechnungshof zu verwirklichen, wenn man ihn nicht neu entwirft und irgendwie neu aufbaut, sondern im Gegenteil oder zusätzlich die bestehenden Bereiche mit Ressourcen ausstattet und versucht hier eine Effizienz einzuführen und bestehende Rechte umsetzungsfähig zu machen. Also auch die Frage der Durchsetzbarkeit des bestehenden Rechtes vor Gerichten ist eine sehr relevante, und das ist natürlich eine zentrale Aufgabe des Klimarechnungshofes, Klimaschutz und weiteres Rechnungshofes, hier ganz deutlich zu protokollieren und Sanktionen dann auch vorzuschlagen, die aus der Fülle bestehenden Rechts auch schöpfen können. Und ich glaube, es war Frau Dietrich, aber vielleicht auch Frau Zengerling, die meinte, Expertise in diesem Bereich braucht es. Es braucht Fachwissen zu den Rechtsnormen. Und hier macht es ja ganz besonders Sinn, dann auf bestehende Expertise, sowohl in den zivilgesellschaftlichen Organisationen, die auch genannt wurden, als auch in bestehenden Institutionen zu fördern und hier der Weiterentwicklung zuzuführen und hier auszustatten. Ich habe mir zwei Dinge, nein, ich habe mir viel mehr notiert, aber vielleicht zwei Dinge, die ich nochmal einbringen will und von der anderen in eine andere Sprache bringen will. Das eine ist die Zeitlichkeit, die sowieso die politische Umsetzung, aber auch die Kontrolle, sich als Kontrollinstanz aufzubauen bedarf. Das hat Frau Dietrich gesagt, wie zeitaufwendig die notwendige Partizipation entsprechend auch wäre. Und das ist auch bei Neurath so angelegt, wenn ich Frau Nemeth richtig verstanden hatte. Und gleichzeitig haben wir bei
Shin Asayama gesehen, wie bestimmte Metaphern, Symbole auch zu einer schnellen, in einer schnellen Weise aktivieren. Also ich glaube, es gibt auch eine Möglichkeit, sehr stark diese unterschiedlichen Zeitlichkeiten, die ein funktionsfähiger Klimarechnungshof ins Spiel bringen kann, strategisch einzusetzen und dadurch schnell aktivieren zu können, zu mobilisieren, wäre dann vielleicht das bessere Wort, wie zum Beispiel das Budget, es diesem Bild des Budgets ja gelungen ist und gleichzeitig in komplexeren Veranschaulichungen, Vermittlungen, Eintauchen in Rechtsfragen, dafür auch die entsprechende Zeit des Begreifens zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, es gäbe noch tausend andere, nein, nicht tausend, aber einige andere Punkte, die genannt werden könnten. Diese wichtige Frage der Grenzziehung, also wo genau ist eigentlich dieses Budget, für das es eine Kennzahl gibt oder für das wir in Kennzahlen denken, beheimatet in Anführungsstriche. Was sind die Grenzen dieses Budgets und wie ist eigentlich, das hat Katrin angesprochen, welche Vorkehrungen gibt es eigentlich auch über kommunale, regionale, nationale Grenzen hinaus, sozusagen das Budget einfangen zu können. Das fand ich auch total wichtig. Und Maßstabsebenen, das ist auch ein Link eigentlich zu dem ersten Gespräch, spielen in der Aktivierung durch Veranschaulichung auch eine Riesenrolle. Ich glaube, das sind so Bereiche, die ich wichtig finde, weiter zu bearbeiten. Und vielleicht holen wir aber für die Abschlussrunde jetzt alle rein. Sprechen weiter. Ja, und alle bedeutet natürlich insbesondere auch alle von Ihnen, die über die Chat-Funktion hier noch Kommentare, Fragen an unsere Gäste oder auch vielleicht Umbenennungsvorschläge einreichen möchten. Denn mir ist im Laufe der Diskussionen fraglich geworden, ob die kalkulatorische Intelligenz, also diese sozusagen ja eigentlich auf Indikatoren sozusagen sehr direkt folgende buchhalterisch-kalkulatorische Intelligenz, ist das überhaupt das, sollte das überhaupt das Kernanliegen noch sein? Beziehungsweise möchte ich die Runde von unseren Klimadiplomatinnen jetzt zunächst einmal nochmal fragen. Raten Sie dieser, also möchten Sie uns als Klimarechnungshof überhaupt vielleicht warnen, auf eine bestimmte Art mit Indikatoren umzugehen? Also ich glaube, nur Frau Zengerling hat sich sehr stark für Indikatoren ausgesprochen. Sollten wir vielleicht Abstand von einer bestimmten Form von Indikatoren und Rechnungshofdenken nehmen? Vielleicht, jetzt haben wir die, Shin Asayama und Elisabeth Nemeth lange nicht gehört. Sehen Sie Fettnäpfchen, in die wir treten? Ah, ich glaube jetzt, oder jetzt hat sich, ich glaube, Frau Nemeth hat angesetzt und Frau Dietrich hat sich gemeldet. Machen wir zuerst Nemeth und dann Dietrich. Und Frau Nemeth ist noch stumm geschalten. Ja, eigentlich wollte ich auf den Kollegen verweisen, aber ganz kurz. Ich finde es sehr wichtig, auf die Top, also wirklich beides im Blick zu behalten. Ich war sehr dankbar für das Bestehen darauf, auf die unglaublich große Bedeutung auch dieser zahlenmäßigen Indikatoren, die politisch, glaube ich, und auch rechtlich sicher sehr, sehr, sehr wichtig sind. Ich möchte noch was dazu jetzt einbringen, nur als Gedanken. Die Zivilgesellschaft ist hier mehrfach jetzt angesprochen worden und wie wichtig ihre Rolle beim Durchsetzen von Umwelt- und Klimafragen und so weiter ist. Ich glaube, dass nationalen und internationalen Ebene diese Grenzwerte von großer, großer politischer Bedeutung sind. Ich glaube aber, dass es ganz wichtig wäre, Formate zu finden, in denen Zivilgesellschaft und Politik auf einer kleineren Dimension so interagieren, dass sie die Komplexität der Dinge auch wirklich miteinander ins weiterbringen können. Ich habe eine große Sympathie für die, ich weiß nicht, was die anderen davon halten, für diesen Gedanken, eine Art von Bürgerräte zusammenarbeiten zu lassen mit Parlamenten, die in einer die wirklich sehr konkrete Aufgaben und sehr konkrete Input von Experten bekommen müssen und dann auch deren
Sicht verbindlich auch im Sinn von notwendig zu bearbeiten sind in der, vom Parlament, nicht nur diskutieren, sondern die kriegen richtige Aufträge. Ich will nur meinen, ich will darauf jetzt gar nicht Zeit verwenden. Ich glaube, man muss auch suchen nach politischen Formaten, in denen die nationale und internationale Politik und viel, wie soll man sagen, näher an den kleineren Strukturen, an Gemeinden, Regionen, Leute miteinander ins Gespräch kommen. Und dort ist dann diese Vielgestaltigkeit, hat sie nochmal einen ganz anderen Platz. Da kann ganz anders das noch reinkommen. Das sollte aber nicht zu stark konkurrieren mit der wichtigen politischen Funktion, auch solche Indikatoren zu haben. Vielen Dank. That's it. Frau Dietrich, vielleicht gleich darauf. Bin ich unmuted? Ja. Super. Mir war nur noch mal wichtig zu sagen und auch von meiner Seite zu unterstreichen, dass Indikatoren essentiell sind. Irgendwie müssen wir uns ja auch was Gemeinsames einigen. Wie diese Indikatoren entstehen, ist wiederum wieder das Thema der Partizipation wichtig. Was sind jetzt eigentlich die Kennzahlen, an denen wir uns orientieren wollen? Also das muss einfach funktionieren, ja, dass diese Kennzahlen und Indikatoren eben auch stimmen. Und man sieht immer wieder in den Prozessen auch der Vergangenheit, dass natürlich ein Bedürfnis auch aus der Wirtschaft da ist, mit Indikatoren zu arbeiten, die doch relativ weit unten angesetzt sind, damit die Ambitionen nicht zu hoch werden und so weiter. Das heißt, nochmal aus meiner Sicht auch, Indikatoren sind ganz, ganz wichtig und wir können sie auch als Hebel einsetzen, um natürlich wieder neue Maßnahmen zu argumentieren. Und gleichzeitig müssen die Indikatoren aber unter möglichst breiter zivilgesellschaftlicher Beteiligung entwickelt werden. Also wir würden etwas auch in Richtung, ich sage jetzt mal im positivsten Sinne, Volkshochschule gehen. Es gab hier schon eine ganz beispiellose Volkshochschulbewegung einmal in Wien, aber oder auch ganz Österreich. Also jedenfalls denke ich, dass dieser Gesprächs- und Komplexitätsaspekt eben auch Schulung braucht. Ich wollte jetzt nochmal an Frau Zengerling und auch Shin Asayama übergehen, denn bei beiden kam so ein bisschen diese Frage von Knappheit auch vielleicht auf. Ja? Also wenn wir mit Indikatoren und immer nur darauf pochen, dass es sozusagen zu wenig gibt, also man darf nicht mehr nutzen, man kastelt alles ein, auch das hat natürlich ja eine bestimmte Adresse. Das ist ein typisch ökonomisches Denken, also für eine bestimmte Schule. Kann man dem entgehen in dem Umweltdiskurs? Also wie können wir jetzt in Fülle denken oder in Balancen oder so etwas? Okay, should I go first? Okay, I think indicator, as many other people said, is important, and from the governing perspective, indicator providing the entry point of controlling the objects that need to be governed. And so without indicators, it's difficult to control. So we need to have some kind of indicators. But as I said, it's indicator as a single indicator, depending on a single indicator, is dangerous to reducing to the one dimensional. So I think many agree as we need to have a multitude of indicators. And so the climate indicators of global temperatures or carbon budget need to be also considered together with other indicators of biodiversity indicators, like more development indicators like SDGs and so on. So I think reaching to needing to one indicator doesn't necessarily mean we will succeed into preventing the climate change, let's prevent climate crisis, because as we have seen in the coronaviruses, even though we try to controlling virus spread, still we suffer a lot of many people suffer the economical deprivations and poverties and so on. So meeting the climate indicator does not itself tells we could to control the crisis. But I wanted to mention about, I think the danger of indicator is we perhaps to focus in commensurating very different things. For instance, we can't commensurating the CO2 emission from wealthy individual to using SUVs to the poor people using the coal stoves in developing countries.
even though it's the same activity as emitting CO2, the social, like ethical meanings of these same CO2 emission activities is different. So we need to be like a little bit like, you know, do we have a space of like, you know, something where we can't commensurate it? And then like, no, human lives are incommensurable. The loss of the loved one is incommensurable to this other thing. So I mean, indicators important, but there are always something incommensurable, and we need to have space to discuss incommensurable things. Vielen Dank. Also, das haben Sie, glaube ich, sehr gut auf den Punkt gebracht. Der Indikator, den haben Sie, Katrin Zengeling, vorhin als Anker beschrieben. Und da ging auch so eine gewisse Gewalt von aus. Also das Recht hat jetzt eine Verankerung und man kann jetzt hier anfangen, ich möchte es mal sehr, sehr deutlich machen, zu strafen. Und das wäre ja gar nicht die Aufgabe, die ein Klimarechnungshof erfüllen kann. Also er kann nicht strafen. Aber wo in diesem Zwischenfeld könnte man sich gut platzieren? Was raten Sie uns? Ja, ich wollte einmal kurz richtig, also ich meine nicht bestrafen, sondern man braucht einfach rechtlich, so wie alle unsere Verfassungen gestrickt sind, auch die österreichische, wir brauchen einen Grund, um in andere Rechtspositionen eingreifen zu können, um beispielsweise eben Kohlekraftwerke abzuschalten oder so, brauche ich einen Grund, die es bisher alle gibt, genauso wie ich einen Grund brauche, um Atomkraftwerke abzuschalten und so weiter. Also brauche ich einen gesellschaftlichen Diskurs, der mit einem bestimmten politischen Ziel endet. Und das hat erstmal nichts mit Bestrafen zu tun, außer dass ich jetzt sage, das ist eine Bestrafung für die Kohleindustrie, dass ich die auch jetzt abschalte. Aber das hat nichts mit Strafrecht oder Gefängnis oder so oder Zahlen oder so zu tun, sondern man einigt sich einfach in einem gesellschaftlichen Diskurs, dass man abgewogen hat, ihr verursacht die und die Treibhausgasemissionen, die eben massiv den Klimawandel befördern. Ich habe Alternativen mittlerweile, wir schalten euch ab. Innerhalb einer bestimmten Zeit zu irgendwelchen Kosten. Wir werfen noch ein bisschen Geld auf euch und dann ist das irgendwie auch gerecht. Und dann, so in dem Sinne ist es gemeint, also mit der jetzigen verfassungsrechtlichen Lage, die wir haben, haben wir keine andere Wahl, als eben auch den Umweltinteressen über diese quantitativen Ziele ein Gewicht zu verleihen, was sich da, mit dem man rechtlich weitermachen kann. Mhm. Und von Bestrafen halte ich nicht viel, tatsächlich. Trotzdem ist eben an diesem, man braucht trotzdem Möglichkeiten der administrativen und auch judikativen Kontrolle, um eben nicht nur solche Papiertiger zu produzieren, sondern auch zu schauen, dass eben das Recht, was man sich in einem demokratisch legitimierten Prozess gesetzt hat, auch in die Realität kommt, sonst hat man eine rein symbolische Umweltgesetzgebung und das ist ja eben auch nicht das, was ich in einer Demokratie dann haben will. Ich habe mich ja dann eben mit guter Partizipation auch vernünftig legitimiert, auf bestimmte Ziele geeinigt und die sollten dann eben auch umgesetzt werden, sonst verliere ich als Staat meine komplette Glaubwürdigkeit. Und ich unterstütze alles, was Frau Linnert gesagt hat. Ich habe hier kurz im Chat diesen Bürgerrat, den Klimarat, den Bürgerrat Klima, den es in Deutschland jetzt gibt, neuerdings kurz gepostet. Die haben auch ihren Bericht veröffentlicht. Der ist nicht, glaube ich, nicht ganz so gestrickt, wie Sie das gerade vorgeschlagen haben. Aber es ist schon mal so ein Start in die Richtung und man kann das ja weiterentwickeln. Und so weit, so gut. Ich fand es auch eine sehr wichtige Initiative, weil das auch diese Accountability, also diese Rückbindung zu der Gesellschaft, zu den Bürgern, mal so ein innovatives Instrument ist, denke ich, sehr wichtig ist. Und zu der wichtigen Publikation von Shin Asayama würde ich gerne noch ganz kurz sagen, dass ich persönlich auch tatsächlich ganz stark hin und her gerissen bin zwischen diesem Dilemma, dass man einerseits diese Knappheitsdebatte braucht, um diese, also weil sie ist ja irgendwie auch ein Stück weit real und wir haben nicht mehr viel Zeit, um, wenn wir diese Ziele erreichen wollen, 1,5, 2 Grad. Andererseits verursacht das tatsächlich diesen negativen Diskurs. Wir kreieren ein Angstszenario und agieren aus Angst unter Zeitdruck, vielleicht nicht so gut partizipativ und demokratisch legitimiert, wie wir das tun würden, wenn wir mehr Zeit hätten. Andererseits haben wir keine 50 Jahre mehr, sondern wir müssen 2050 bei Null sein, wenn wir jetzt den KlimaforscherInnen glauben, dass dieses Ziel tatsächlich so
gerechtfertigt ist, wie es da steht. Und insofern denke ich, dass es ganz wichtig ist, doch noch im Rahmen des Möglichen positive Diskurse zu schaffen und es als etwas Positives auch zu framen, Narrative zu entwickeln, die positiv sind, um diese Ziele zu erreichen. Und man kann ja also ganz klassisch und einfach sind diese Co-Benefits, so, ne, wenn ich ernähre mich auch gesünder, wenn ich vielleicht weniger esse, weniger oder kein Fleisch mehr esse und so weiter und so fort. Biodiversität und Artenschutz im Alter ein höheres Gewicht geben und auch eine größere Wahrnehmbarkeit für Menschen, dass unmittelbar deutlich wird, dass mit Klimaschutz und dem Verhalten auch noch ganz viele andere positive und wichtige Ziele erreicht werden. Dass es nicht primär ein Einschränken ist, sondern letztlich eine Verbesserung von Lebensqualität und Umweltqualität, Biodiversitätsqualität, also von Menschen und Tieren und Pflanzen auf diesem Planeten mit klimaschützendem Verhalten einhergeht. So, das wäre auch wichtig, wenn so ein Rechnungshof dann ein bisschen Platz für hätte. Für sowas. Genau. Also auch eine wunderschöne Perspektive, also dass wir natürlich die Tatsache der Knappheit haben, aber dass wir vielleicht der Logik der Knappheit irgendwie entgehen können, die ja auch ihre sozusagen ideologische Seite hat. Aber wir wären auch ein schlechter Klimarechnungshof, wenn wir nicht noch Fragen aus dem Chat zumindest eine stellen würden. Wir sind etwas spät. Aber Milena, du hattest eine ausgesucht? Ja, genau, passend jetzt zu dem letzten Statement, wie wir denn Kreativität, Motivation, eine positive Assoziierung mit dem Handlungsdruck schaffen können. Da gab es ja auch Zustimmung von den anderen Gästen. Eine Frage aus dem Chat. Wie könnte denn eine Visualisierung aussehen, die das gut transportiert? Also was wäre für diese Aufgabe die gute Visualisierung, um sowohl zu veranschaulichen, aber auch diese, ich zitiere, reflexive Politisierung der Bevölkerung befördern zu können? Das vielleicht noch einmal hier, um hier in einer Abschluss Runde noch kurze Statements zu bekommen, wenn es den einen oder anderen Gedanken dazu gibt. Also ich fange einfach mal an, danke, weil ich nicht das Schlusswort haben möchte zu der Frage. Das ist eine sehr komplexe Frage und dies müsste sicherlich jemand beantworten letztlich, der sich mehr mit dem auskennt, was Frau Nimmet am Anfang dargestellt hat, wie nämlich diese verschiedenen Arten von Visualisierung bestimmte Botschaften, ein bestimmtes Framing schon bedeuten. Und es müssen eben solche relationalen Grafiken eher sein, als eben solche auf ein Thema runtergebrochenen. Und da hat jetzt Frau Nimmet sicherlich viel mehr dazu zu sagen. Eine spontane Idee wäre, dass man beispielsweise versuchen könnte, also ich hoffe, dass das dann noch in die Frage passt auch, verschiedene Szenarien für verschiedene Transformationspfade zu berechnen zu lassen von Experten, auch in den ganzheitlichen Dimensionen, also was weiß ich, wenn ich elektrifiziere, dann muss ich natürlich gucken, dass ich irgendwas Lithium herbekomme für die Batterien und so weiter, dann habe ich ein Lifecycle Assessment mit den ganzen Produktfootprints und so dabei, dass man für die verschiedenen Szenarien eben so eine relationale Aufbereitung versucht. Und zwar für die Effekte, die das für das Klima hat, aber gleichzeitig eben auch für soziale und wirtschaftliche Effekte und die Effekte auf andere Umweltmedien. Und inklusive beispielsweise Menschenrechte, wenn ich dann nicht mit Kinderrechtsverletzungen da irgendwelche Rohstoffe aus der Erde hole, an anderen Enden dieser Welt, dass sowas eben mit abgebildet ist. Das ist natürlich sehr komplex, aber ich habe immer wieder mit Menschen zusammengearbeitet, die eine unglaubliche Begabung haben, Komplexität zu visualisieren. Und wenn man sich dann an diese Regeln hält, also die erstmal mal kennt, die Frau Nimmet da vorgestellt hat, und die dann eben auch beherzigt, dann denke ich schon, dass man sowas machen könnte. Wichtig wäre eben immer, dass es nicht nur um eine Zahl geht, sondern eben in diese mehrfachen Dimensionen in so einer Grafik und der Darstellung von verschiedenen Szenarien und Alternativen entsprechend auch abgebildet werden. Vielen Dank. Also ich denke,
Ich auch. Sie wollten nicht das Schlusswort haben, aber wenn jetzt nicht noch jemand dringend etwas dazu sagen möchte, ein kurzer Blick, denn wir haben tatsächlich auch noch eine Zahl, die wir loswerden möchten. Und das kommt jetzt zu Runde 4, zu dem Alexa Färber noch etwas sagt. Ja. Genau, ja, danke. Ich bin ganz glücklich, dass wir jetzt tatsächlich da gelandet sind, wo deutlich wird, wir sind auch da gestartet, aber wo wir irgendwie das Spektrum kennengelernt haben, wie bedeutsam es ist, in welcher Form Klimawandel oder Klimakrisenwissen in den Diskurs eingebracht wird, um klärend, bündelnd oder aktivierend zu sein. Und ich glaube, es ist gar kein Oder, sondern die Widersprüchlichkeit der einzelnen Zielrichtung sollte eigentlich ins Spiel gebracht werden. Also eigentlich eine Arbeit mit Inkonsistenz einzelner Zahlen. Deshalb haben wir uns aber entschieden, um dieses Thema der Form aufrechtzuerhalten, weiterzubringen, der audiovisuellen Expertise ein besonderes Gewicht in unserer Gründung eines Klimarechnungshofs zu geben und ein künstlerisch-wissenschaftliches Fellowship zur Realfiktion Klimarechnungshof auszuschreiben. Den Call for Artists stellt Lisa Meinun vor. Wir hier verabschieden uns an dieser Stelle als Unterhändlerin und vor allem danken wir unseren heutigen Klimadiplomatinnen, dass sie sich Zeit genommen haben, ihr Wissen mit uns hier heute zu teilen, das für uns zumindest für eine Gründung eines Klimarechnungshofs so grundsätzlich ist. Vielen Dank, einen schönen Nachmittag und Abend noch und Lisa, bitte die Vorstellung des Calls. Ich habe jetzt die freudvolle Aufgabe, den Call zu veröffentlichen, sozusagen stellvertretend für diese tolle transdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen dem Volkskundemuseum Wien, allen am Projekt beteiligten Wissenschaftlerinnen der Universität Wien und des Kurzfilmfestivals ... Und herzlichen Dank an dieser Stelle, dass das möglich ist. Und ja, wir freuen uns darauf, dass hier auch neue Ebenen im Rahmen dieses Forschungsprojekts eröffnet werden. Ab sofort bis 1. Dezember besteht die Möglichkeit, sich für ein künstlerisch-wissenschaftliches Fellowship in der Höhe von 7.500 Euro zu bewerben, das von Jänner 2022 bis Juli 2023 in das Forschungsnetzwerk Realfiktion Klimarechnungshof eingebettet sein wird. Wir richten uns mit unserem Call insbesondere an Filmschaffende sowie KünstlerInnen und WissenschaftlerInnen aller Sparten und Fächer, die mit dem Medium Film arbeiten. Im Rahmen dieses Fellowships, das das Forschungsprojekt begleitet, werden kurze Filme entstehen. Und diese werden sich der künstlerischen audiovisuellen Untersuchung von Klimawandelwissen widmen, sowie der potenziellen Rolle eines Klimarechnungshofs. Die Anknüpfungspunkte für die Filme bilden das Forschungsprojekt Pre-Enacting Climate Change Knowledge am Institut für Europäische Ethnologie der Universität Wien einerseits und die Gesprächsreihe Realfiktion Klimarechnungshof andererseits. Und wir waren ja heute Teil dieser zweiten Veranstaltung und der spannenden Gespräche im Rahmen dieser heutigen zweiten Veranstaltung dieser Reihe. Die entstehenden Filme werden auf der Projektwebsite veröffentlicht werden, werden auf Social Media Verbreitung finden, sowie bei den kommenden Ausgaben des ... Open Air Kurzfilmfestivals hier im Volkskundemuseum Wien zu sehen sein. Jetzt aufgepasst, wir laden also ein, bis 1. Dezember Konzepte für eine Serie von mindestens 3 kurzen Filmen einzureichen. Insbesondere interessieren uns hier künstlerische oder innovative Zugänge zur Koproduktion von Klimawandelwissen, das gegenwärtig im Spannungsfeld von Forschung, Beratung, Politik, Wissenschaft, Klimaprotestbewegungen und weiteren gesellschaftlichen Öffentlichkeiten durchaus auch kontrovers verhandelt wird. Der Call ist grundsätzlich offen für alle Genres. Wir interessieren uns für Ihre Vorschläge aus den Bereichen Dokumentarfilm bis zum Experimentalfilm, von Artistic Research bis zum abstrakten oder animierten Film. Bei der Einreichung gilt zu beachten, dass wir nach neuen Entwürfen und Konzepten suchen, also nicht nach bereits bestehenden oder abgeschlossenen künstlerischen Arbeiten. Und Sie können bei der Einreichung frei wählen, in welcher Form, in welcher Art und in welchem Umfang Sie das
tun möchten. Die Darstellung oder die Form der Darstellung ist frei. Sie können uns beschicken mit Texten, Audio-Files, Video-Files, mit grafischen Skizzen und wenn Sie möchten, natürlich auch gerne Arbeitsproben mitschicken oder bereits erprobte Methoden. Ich möchte Sie wirklich jetzt auch mal persönlich noch mal herzlich einladen, teilzunehmen und die Gelegenheit zu nutzen, sich um dieses tolle Fellowship zu bewerben. Sie haben hier die Möglichkeit zur Teilnahme an diesem Forschungsnetzwerk Klimarechnungshof und Sie haben die Möglichkeit, zusammenzuarbeiten und in Austausch zu treten mit ExpertInnen, die sich mit Klimaforschung und Klimawandel befassen. Und das sind ganz sicherlich sehr, sehr spannende 1,5 Jahre der Zusammenarbeit, die Sie da erwarten. Sie finden den Link zum Call auch jetzt im Chat dieser Veranstaltung zusammen mit unseren Kontaktdaten, außerdem auch auf der Website des Volkskundemuseums Wien. Das ist volkskundemuseum.at/klimarechnungshof. Und im Anschluss an die Veranstaltung, das haben Sie auch schon gehört, stehen wir 15 Minuten noch im Chat für Fragen auch zum Call zur Verfügung. Ja, wir freuen uns auf Ihre Einreichungen. Mittag. Ihnen, liebe Zuseherinnen und Zuseher, herzlichen Dank fürs Dabeisein und damit last but not least eine kleine Erinnerung. Nächsten Freitag, der 24. ist der internationale Klimastreik. Das heißt, ich hoffe, wir sehen uns alle dort. Und damit kurz noch die Erinnerung, wer noch Informationen haben will, im Chat gibt es noch weitere Möglichkeiten zum Fragen. Und damit darf ich sagen, wir freuen uns auf die nächste Sendung hier an dieser Stelle. Die wird wieder über die digitalen Medien bekannt gegeben und herzlichen Dank fürs Dabeisein.